Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Winkwalter. Ich begrüße euch recht herzlich in CSGO. Es gibt ein Update, meine Freunde. Und es gibt eine neue Kiste. Und jetzt haltet euch fest, in der neuen Kiste sind keine Messer, sondern Handschuhe. Wer hätte das gedacht? Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, will ich euch noch was super Geiles zeigen, damit auch ihr euren morgendlichen Orgasmus habt. Guckt euch dieses Messer an. Und wenn das euch noch nicht zusagt, dann guckt euch dieses Messer an. Boah, ist das geil, oder? So, jetzt kommen wir mal zu diesem netten Gerät hier. Die Glove Case. Ich blende euch mal kurz ein, was da drinne ist, wenn man auf das goldene Fragezeichen kommt. Da seht ihr jetzt die ganzen Handschuhe. Denn mehr ist da nicht drin, außer ein Handschuh. Das weiß ich noch nicht, wie ich das finden möchte. Ich hoffe... Also ich habe jetzt für diese 10 Kisten irgendwie knapp mit Schlüssel irgendwo fast $100 für bezahlt. Aber hey, für euch ist mir nichts teuer genug. Und von daher machen wir einfach mal auf. Also wenn man sich hier so die Waffen anguckt. Ich bin gespannt auf die Dual Barrettas, muss ich ehrlich gestehen. Da scheint irgendwie was cool zu sein. Die SSG 08 Dragonfire sieht auch ganz nett aus. Die Bootskill, weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Die P90 Shallow Grave und die Farmers Mecha Industries. Okay, lieber Gaben, also lasst uns vorher mal bitte alle zusammen beten. Lieber Gaben, der du bist in CSGO, bitte schenke mir einen geilen Skin. Oder ein geiles Knife, was in dieser Kiste ja nicht drin ist. Von daher sind es Handschuhe. Amen. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin finden. Und es ist eine MP7 Stat-Track Cirrus. Er hätte auch ein bisschen weiter gehen können. Okay, sie ist blau. Sie ist blau. Sie ist blau. Blau und fabrikneu, meine Freunde. Öffnen. Ich werde übrigens einen Skin, da ich ja jetzt einen gezogen habe, der einigermaßen vernünftig ist, ich werde einen Skin hier unter dem Video verlosen. Ja, einfach mal reinschreiben, wie gefällt euch die neue Kiste, was haltet ihr davon, dass da Handschuhe drin sind. So, und dann suche ich mir halt einen raus, lest mir das so ein bisschen durch und dann kriegt derjenige mindestens schon mal eine MP7 Cycle Cirrus. Okay. Warte kurz. Das ist ja... Das ist ja Nift. Irgendwie, ne? Also, gefällt mir ja nicht. Ich hätte jetzt mal gerne was aus dieser Reihe hier, bitte. Hergaben. Ja, ich habe vorhin auch so ein schönes, tolles Gebet gesprochen. Nein, was gibt der mir? Eine Ironwork. Quack, quack. Weiß nicht, ich brauche Farben. Ne? Also, weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt es ja gerade schon an den Knives gesehen irgendwie. Farben, ja. Tu mich einfach mal sexuell ansprechen. Galil AR Black Sand. Hatten wir doch eben schon. Warum gibst du mir das Ding nochmal? Völlig, Mensch, so viele Kisten habe ich doch gar nicht jetzt. Mach doch mal Gaben. Boah, was ist da vorne, ne? Oh, du bleibst doch da stehen. Was soll das denn? Die P90. Hätte es mir noch mal geben können, aber gut. P2000 Turf. Grün. Sie glänzt. Naja. Naja. So, ich rubbel mal hier unten einfach. Alter, wenn jetzt ein Handschuh käme, das wäre ja schon mal obergenital. Wie vorne wieder alles tolle durchflutscht und mir nach hinten raus mal wieder gibt. Öffnen, meine Freunde. Komm, hier. Schnubbel die Rubbel. Ach komm, jetzt ernsthaft, ist das dein Ernst? Ich sag euch im Voraus, das nächste wird eine Mac 7.
Das weiß ich jetzt schon. Aber ich hätte gerne mal hier. Ja? Oder... Ja! Ne? Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Bam! Ta-da-da-da-da! Da ist er. Ui. Das sieht jetzt schon wieder geil aus. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich hoffe, ja, dass er eine schlechte Float hat und dass die bessere Float, dass dann das Rot und so weiter noch ein bisschen kräftiger ist. Schauen wir es uns an. Minimale Gebrauchsspuren. Okay. Ich habe noch gar keinen Schimmer irgendwie, was die Dinger wert sind. Noch eine MP7. Stat Track. Und wenn ich das jetzt so richtig einschätze, könnte die auch fabrikneu sein. Wenn ich das so richtig einschätze und... Nee, sie ist einsatzerprobt. Okay. Wisst ihr was? Ich mach das einfach mal so, diese neue Kiste. Ich werde natürlich auch wieder so ein Facebook-Teaser-Video machen. Und da werde ich einfach eins in Facebook raushauen. Also ein Skin in Facebook raushauen. Und einen unter dieses YouTube-Video. Von daher lohnt sich das beides zu sehen. Wir gucken jetzt mal, was das gute Stück hier auf dem Community-Markt momentan wert ist. Also, 16,45 Euro wurde eine verkauft. Und 4 Stück verkauft für 10,90 Euro. Naja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ich mehr diese solche Kisten aufmachen soll, dann schreibt es mir rein in die Kommentare. Und nicht vergessen, gebt mal einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich. Und für euch ist es nur eine müde Bewegung mit einem kleinen Klick. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh,